Hey Leute, Team Hölle ist mal wieder am Start und wir zeigen euch in diesem Video, wie ihr so ein geiles RGB-synchronisiertes Setup einrichtet. Wir haben eine neue Videoreihe am Start, in der wir fette PCs mit einem besonderen Schwerpunkt zusammenbasteln. Wie jetzt hier zum Beispiel den kompletten RGB-Overkill-PC. Inklusive passender Peripherie. Wenn ihr wissen wollt, welche Komponenten da drin stecken und wie wir das Ding zusammengebaut haben, dann schaut euch das Video in der Infokarte an. Natürlich könnt ihr euch den PC einfach selber nachbauen. Die Komponenten haben wir euch unten in der Videobeschreibung verlinkt, wie ihr es von uns gewohnt seid. Und wer darauf keinen Bock hat, kann diesen PC tatsächlich auch komplett direkt bei Case King kaufen. Link findet ihr ebenfalls in der Beschreibung unter dem Video. Ja, und in diesem Video zeigen wir euch ganz genau, wie ihr so eine fette Beleuchtung richtig anschließt, die Treiber korrekt einstellt und die Peripherie synchronisiert, damit das alles so schön leuchtet. Außerdem zocken wir natürlich auch noch ein bisschen und zeigen euch, was der PC noch so drauf hat, bis auf das schöne Leuchten natürlich. Ihr wisst ja sicherlich, dass RGB mindestens 50% mehr Frames bei Spielen bringt. Ja. Deswegen haben wir in diesem PC so ziemlich alles RGB beleuchtet. Ihr seht ja, das Mainboard leuchtet, der Ausgleichsbehälter unserer All-in-One-Wasserkühlung, die RAM-Bänke, die Backplate unserer Grafikkarte und auch die Lüftereinfassung der Grafikkarte. Und natürlich leuchten auch die Gehäuselüfter fröhlich vor sich hin. Und weil uns das noch nicht reicht, haben wir noch drei LED-Stripes ins Gehäuse gepackt. Die sind magnetisch, lassen sich also ziemlich einfach verlegen. Ja, und außerdem haben wir natürlich auch noch passende RGB-Peripherie und sogar unser Headset und unser, pass auf, Monitor leuchtet hinten, ebenfalls synchron in allen RGB-Farben. Wir wissen zwar nicht so genau, wofür man das wirklich braucht, vor allem beim Monitor und beim Headset, aber es schaut geil aus. Kommen wir jetzt zur Verkabelung der ganzen RGB-Hardware. Also die Komponenten, die bereits mit RGB-Beleuchtung ausgestattet sind und die, ganz wichtig, die Synchronisationstechnik Aura von Asus unterstützen, auf der ja unser ganzes Konzept hier basiert, die kann man über das Mainboard direkt synchronisieren, ohne extra etwas anschließen zu müssen. Also wir reden hier von den Speicherbänken, der Grafikkarte, und den Beleuchtungselementen auf dem Mainboard selbst. Genau, eben. Da muss man nichts extra einstellen. Das wird ja quasi über die Schnittstellen direkt auf dem Mainboard gesteuert. Ja, und für die nicht-Aura-kompatiblen Komponenten, also bei uns sind das die Lüfter und die Wasserkühlung, dafür haben wir einen kleinen Workaround gebraucht, damit wir sie am Ende mit dem Rest des Setups synken können. Unsere Wasserkühlung von RaiginTech bringt nämlich einen kleinen Controller-Hub mit, an den wir die Beleuchtungssteuerung der Lüfter anschließen. Den Hub selbst schließen wir dann wiederum an den erwähnten RGB-Header vom Mainboard an. Dadurch kann das Mainboard jetzt auch die Beleuchtungssteuerung unserer Lüfter übernehmen und natürlich auch die Wasserkühlung selbst leuchtet synchron. Ja, und die LED-Stripes, die wir verbaut haben, die sind ja schon ab Werk kompatibel mit Aura. Und da wir gleich mehrere verlegt haben, haben wir sie einfach miteinander verbunden, nennt sich Daisy-Chaining, sodass wir trotz drei LED-Stripes nur einen RGB-Header brauchen. Beim Anschluss der Peripherie, Tastatur, Maus, Headset müsst ihr im Grunde nichts beachten, denn das funktioniert einfach per USB und Plug and Play. Also mit anderen Worten, Maus, Tastatur, Headset und so weiter, wenn ihr die angeschlossen habt, werden die auch direkt von der Aura Software erkannt und angezeigt und dann könnt ihr es sofort loslegen, um die ganzen Beleuchtungseffekte einzustellen. Ja, Fritz, zumindest dachten wir das, aber dazu kommen wir gleich. Genau. Ja, so viel zum Anschließen der RGB-Komponenten. Jetzt zeigen wir euch, wie ihr mit der Aura Software die Beleuchtung steuert und eure Peripherie einbindet. Leider ist das nicht immer ganz so einfach. Da sind wir auf einige Probleme gestoßen. Das stimmt. Ja. Also hardwaremäßig gab es eigentlich kaum Probleme. Ja. Beim Monitor mussten wir darauf achten, dass wir ihn auch per USB ans System anschließen. Der hat einen USB-Hub, damit die Software auch die Beleuchtung auf der Rückseite übernehmen kann. Und außerdem mussten wir auch über das Onscreen-Menü Aura Sync explizit
den Monitor aktivieren. Genau, damit eben die Synchronisation stattfinden kann. Gut, nachdem wir eben alles angeschlossen hatten, was ja wie gesagt kein großes Hexenwerk war, haben wir nach dem ersten Einschalten schon mal festgestellt, hey, alles leuchtet schön bunt, aber total wild durcheinander. Richtig, ne? Es war nicht synchron. Ja. Deshalb haben wir zuerst das BIOS und die Chipsatztreiber des Mainboards aktualisiert. Das ist im Übrigen, wenn ihr ein neues System aufsetzt, immer ganz gut, wenn ihr BIOS updatet und die ganzen Chipsatztreiber. Hört auf den Mann. Und erst nach diesen Updates haben dann Mainboard, Grafikkarte, Wasserkühlung und LED-Stripes synchron miteinander geleuchtet. Hat ja schon mal ziemlich gut ausgesehen. Aber die Peripherie und der Arbeitsspeicher haben aber gemacht, was sie wollen, also beleuchtungstechnisch zumindest. Und das hat uns natürlich zum nächsten Schritt geführt. Klar, der nächste Schritt war natürlich, die Aura-Software von Asus herunterzuladen, damit wir alle Komponenten aufeinander abstimmen können. Macht Sinn. Aber da fingen die Probleme eigentlich erst richtig an, ne? Ja, muss man leider so sagen an dieser Stelle. Einige Komponenten wurden gar nicht angezeigt in der Aura-Software, obwohl sie eigentlich Aura-kompatibel sind. Mhm. Wie jetzt zum Beispiel der RAM von G-Skill. Ja. Aber selbst die Teile, die das Programm erkannt hat, wurden oftmals nicht synchronisiert. Eine Stunde Recherche später, ja, sind wir dann auf eine neue Beta-Version von Aura gestoßen, die in der Download-Sektion des Mainboards aufgeführt war. Danach hat dann endlich alles funktioniert und wir konnten alle Komponenten aufeinander abstimmen. Ja, so ganz fehlerfrei funktioniert hat die Version auch nicht von Aura. Ja, stimmt. Man muss aber dazu sagen, erstens mal, es ist eine Beta-Version und zweitens mal, das befindet sich ja alles noch in der Entwicklung. Klar. Es kommen jetzt immer mehr Hersteller, die auch das Software Developers Kit von Asus einsetzen, um ihre Hardware quasi RGB-fähig mit dem System zu machen. Genau. Aber was uns echt gewundert hat, also manchmal stürzt die Software einfach ab oder setzt die Einstellung einfach nicht um oder sie hebt die Synchronisation von einiger Komponenten auf. Und was mich da besonders erstaunt hat, dass das tatsächlich Asus-Komponenten waren. Zum Klar. Beispiel hat auf einmal die Tastatur irgendwie was ganz anderes gemacht. Genau. Oder der Monitor hat sich verabschiedet und ist in seinen... Hat einfach wieder seinen eigenen RGB-Rhythmus eingestellt. War sehr komisch. Deswegen Asus, da müsst ihr definitiv noch nachbessern. Vielleicht an dieser Stelle, es gibt natürlich nicht nur Aura, sondern von MSI gibt es zum Beispiel Mystic Light. Genau, Gigabyte gibt es auch, Gigabyte Fusion heißt es, glaube ich. Also es gibt ähnliche Techniken, damit ihr die Komponenten in Sachen RGB miteinander abstimmen könnt. Man muss halt wirklich sagen, dass Asus da sehr stark hinterher ist und viele Hersteller unterstützt. Und wir haben uns ja, wie gesagt, für Aura entschieden, weil es da die meisten Komponenten gibt. Zum aktuellen Zeitpunkt, Das heißt aber jetzt nicht, dass ihr unbedingt auf Aura setzen müsst. Ihr könnt natürlich auch eine andere RGB-Software-Version einsetzen. Genau. Ja, aber schlussendlich läuft jetzt aber endlich alles so, wie wir es wollen. Maus, Tastatur, Monitor, Headset und das komplette System leuchten wunderbar synchron. Und jetzt zeigen wir euch, was mit Aura so alles möglich ist. Es ist geil, es wird euch gefallen. Nachdem ihr die Aura-Software von Asus heruntergeladen habt und installiert habt natürlich, habt ihr quasi eine Art Schaltzentrale für eure RGB-Beleuchtung. Die sieht so aus und hier in der Oberseite findet ihr alle synchronisierten Geräte für euer System. Bei uns sind das ja ziemlich viele, denn wir haben ja auch bewusst darauf geachtet, Asus Aura-kompatible Hardware uns zu beschaffen. Und wenn ihr hier dieses kleine Symbol seht mit der Kette, wenn die weiß ist, also geschlossen ist die Kette, dann wird diese Komponente zusammen mit allen anderen in Sachen Beleuchtungstechnik synchronisiert. Hier auf der linken Seite sind dann die ganzen Effekte, die Asus Aura beherrscht. Wir haben natürlich, statisch ist natürlich ein bisschen langweilig, klar. Was haben wir noch für Effekte? Einfach die typischen, wenn ihr euch schon ein bisschen mit RGB auseinandergesetzt habt, haben wir pulsierend, Farbwechsel. Wir haben jetzt aktuell hier zum Beispiel einen Farbwechsel drin, wo es dann einfach in Übergängen, in sanften Übergängen in eine neue Farbe übergeht. Regenbogen, Komet. Es gibt aber tatsächlich auch Beleuchtungseffekte, die einen gewissen Nutzen mit sich bringen oder besonders erwähnenswert sind, weil sie eben so auffällig sind.
Zum einen wäre da die Beleuchtungsoption Smart. Hierbei handelt es sich quasi um eine Leuchtanzeige für die aktuelle CPU-Temperatur. Also ihr könnt hier diese beiden Schwellenwerte entsprechend einstellen. Also die erste Farbänderung erfolgt zum Beispiel ab 60 Grad und die zweite, damit es dann ins Rote, also ins Auffälligste übergeht, ab 80 Grad. Da wir hier das mal demonstrieren wollen, werde ich die Schwellenwerte ein bisschen niedriger ansetzen. Also stelle ich das hier jetzt einfach mal auf 45 Grad, den ersten Schwellenwert, und den zweiten auf 60 Grad. Wir lassen die CPU jetzt komplett aus zu 100% und zwar mit Hilfe von Prime 95. Und zwar werfe ich den jetzt einfach mal an. Ihr könnt sehen, hier ist grün und jetzt ist es schon zu orange gewechselt, denn wir haben 58 Grad erreicht. 60 Grad sind wir jetzt. Mal schauen, wann es rot wird. Ja, und hier können wir jetzt richtig deutlich sehen, wir haben jetzt eine Temperatur von über 70 Grad bei der CPU erreicht und deshalb leuchtet das System jetzt so schön rot, genau wie unser Headset, wie unsere Maus zum Beispiel, unsere Tastatur. Und wir haben einfach unseren deutlichen Hinweis bekommen, hey, ist ein bisschen zu heiß deine CPU. Jetzt zeige ich euch noch den nächsten Leuchteffekt, schalte aber hier erstmal Prime aus, damit die rote Beleuchtung mal abhaut. Man sieht jetzt hier auch schon wieder, von gelb bis nach grün ist es wieder zurückgegangen. Und jetzt schauen wir uns mal den nächsten Leuchteffekt an und der heißt Musik. Also ihr könnt euch vielleicht schon denken, was hier passiert, wenn wir diesen Leuchteffekt einstellen. Wir haben hier verschiedene Musikrichtungen, Rock, Hip-Hop, Party, Funk, romantisch oder auch normal. Was das bedeutet, weiß ich jetzt nicht so genau. Aber auf jeden Fall unterscheiden sich alle diese Unterbeleuchtungsmodi quasi auch voneinander, weil die zum Beispiel in verschiedenen Farben reagieren oder auch mit bestimmten Effekten reagieren. Und zwar, ihr ahnt es, auf die Musik beziehungsweise sogar euren Spielsound. Um euch das zu demonstrieren, spiele ich jetzt einfach mal hier ein schön gamerfreies Lied ab, damit ihr sehen könnt, wie das dann in der Praxis aussieht und wie die Beleuchtung tatsächlich ziemlich gut und sogar im Rhythmus auf die Musik reagiert. Und los geht's. Da sieht man schon. Ja, jetzt geht's richtig ab. Also ich denke, ihr habt eine ungefähre Ahnung davon bekommen, wie dieser Effekt, Beleuchtungseffekt funktioniert und wie er eben auf euren Sound reagiert. Aber ich zeige euch das jetzt auch gleich nochmal im Spiel. Ja, eigentlich wollte euch Fritz jetzt noch den Beleuchtungseffekt in Spielen zeigen, aber leider, ich musste ihm dringend einen Auftrag geben, man muss jetzt was testen und ich opfere mich jetzt mal und zeige euch das. Und zwar in Call of Duty. Und ihr seht jetzt schon, wenn ich hier ballere, dann spiegelt sich das auch in der Beleuchtung wieder. Die Frames werden übrigens links oben angezeigt, dann sind wir wieder abgeschossen. Also ihr seht, wir sind hier flüssig, volle Einstellung, WQHD, maximale Details und wir haben hier 150 Frames per Second. Also ich würde sagen, das ist flüssig, oder? Und jetzt guckt mal hier, ich baller und das leuchtet. Und zwar alles, also auch die Maus und so. Die Maus leuchtet, wenn ich ballere. Ist das nicht geil, oder? Also gefühlt gleich nochmal 30 Frames mehr im Spiel. So, also ihr seht, die Beleuchtungseffekte funktionieren. Der PC hat wirklich jede Menge Spieleleistung. Und jetzt schauen wir uns noch ein anderes Spiel an. Und zwar gehen wir zu Assassin's Creed Origins. So, wir sind jetzt in Assassin's Creed gleich drin. Und hier gibt es den ersten Kampf. Ihr seht flüssige Bildwiederholraten. Und wenn ich hier meinen Säbel schwinge, dann leuchtet es auch schön. Ja. Man sieht jetzt aber auch an der Maus, die ist tatsächlich jetzt ausgestiegen aus dieser Synchronisation. Das passiert halt einfach ab und zu mal. Ist halt eine Beta-Software und
hat noch mit Kinderkrankheiten zu kämpfen. Aber der Rest, seht ihr hier, ich schlage zu und... Okay, vielleicht sollte ich mal aufs Spiel achten. Ja, ich wollte euch ja nur demonstrieren, dass das wie gesagt funktioniert und wir hatten auch flüssige Bildraten, habt ihr auch gesehen. Ungefähr 70 Bilder pro Sekunde, wir hatten natürlich wieder WQHD-Auflösung und alles auf Ultra gestellt. Ja, ich würde sagen, wir sind komplett durch, wir haben die Leistung gezeigt, die Beleuchtungseffekte, jetzt kommen wir zum Fazit. Ja, und hat das nicht absolut fett ausgesehen mit dieser absolut perfekt synchronisierten geil. RGB-Beleuchtung? Einfach geil. Ja, wenn ihr das nachbauen wollt, ihr findet die Links zu den Komponenten alle in der Videobeschreibung. Und hey, wenn ihr zu faul seid, ihr könnt den PC auch einfach komplett von Case King professionell zusammengebaut. Natürlich. Könnt ihr kaufen, auch den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Wie gesagt, bei meinen Spieletests ist ja die Maus dann ausgestiegen aus der Synchronisation. Das ist eben Softwarefehler. Sowas kommt halt einfach noch vor. Wie gesagt, ist Beta-Status. Und ihr habt auch gesehen, der PC ist so konfiguriert, dass ihr in WQHD einfach super flüssige Spielraten habt. Ja. Bei Shootern wie Call of Duty waren es 170 Bilder pro Sekunde mit den höchsten Qualitätsdetails. Ja. Und bei Assassin's Creed Origins waren es so um die 70 rum, auch höchste Details. Das ist natürlich ein bisschen anspruchsvoller, das Spiel. Klar, das stimmt. Aber ihr könnt flüssig damit zocken und ich würde sogar behaupten, wenn ihr die Einstellung ein bisschen runterdreht, geht auch UHD. Also, jetzt wollen wir natürlich wissen, wie gefällt euch unser Meisterwerk, das erste Modell aus unserer neuen Selbstbau-PC-Reihe? Schreibt es uns runter in die Kommentare. Und schreibt uns vor allem mal runter, was sollen wir als nächstes für ein Projekt machen? Genau, hatte ich was vergessen, ja. Sollen wir einen kleinen PC bauen, einen besonders kleinen Gaming-PC oder einen besonders leisen? Genau. Oder sollen wir mal was ganz anderes machen, zum Beispiel Videoschnitt? Interessiert ja auch viele von euch. Sollen wir mal einen perfekten Videoschnitt-PC bauen? Eure Meinung zählt jetzt, schreibt es in die Kommentare und dann machen wir das. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Auf jeden Fall. Tschüss. Macht's gut.